Wer sich durch die Welt bewegt, auch im Flugzeug, mit der Bahn oder sonst wo oder in Deutschland, muss einfach dieses Stück Plastik haben. Ihr seht es. Oder aber wer weiter außerhalb Schengens fährt, muss dieses Stück Plastik haben. Manchmal gibt es auch einige Aufkleber. Nur jetzt ist es anders, wer in Deutschland einreisen möchte, egal woher, das gilt für jedes Nachbarland, Schengen, Non-Schengen, muss einen PCR-Test mitbringen, muss sich anmelden. In diesem Video erzähle ich euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr mit dem Flugzeug nach Deutschland einreist, aber auch nach Österreich oder in die Schweiz. Aber erst wie immer das Intro. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier für euch, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Viele von euch Reisen haben halt immer den Reisepass dabei, aber ihr wisst, im Moment gibt es neue Bestimmungen. Vergesst also nicht, erstmal bevor ihr euch das Video anschaut, Gedanken zu machen, ob ihr ein Like da lasst, ein Dislike da lasst oder aber ein Subscribe da lasst. Das Subscribe könnt ihr sofort da lassen. Schaut euch das Video bis zum Ende an und dann lasst ihr das Like oder Dislike da. Also jetzt zum Pass bzw. zum Personalausweis. Die Bundesregierung hat eine sogenannte neue Einreisebestimmung erlassen. Seit dem 30. März gilt es, dass man einen negativen PCR-Test mitbringen muss. Und Jens Spahn hat gesagt, und das lese ich für euch einmal ab, wer keinen negativen Test hat, wird nicht mitgenommen. Sehr wenig Worte, aber viel Tobabu und viel Knall. Ganz einfach. Warum? Weil ihr braucht einen PCR-Test. Und zwar, wenn ihr diesen nicht habt, die Frage war übrigens, ob Antigen auch geht, es geht PCR, Lamp-Test, TMA-Test und Antigen-Test. Beides muss entnommen worden sein, nicht länger als vor 48 Stunden beim Einreise. Also insofern wisst ihr, die Fluggesellschaften kontrollieren euch und ihr müsst den dabei haben. Was passiert, wenn ihr am Flughafen seid und ihr habt ihn nicht? Lufthansa oder die andere Fluggesellschaft, mit der ihr vielleicht fliegt, nimmt euch einfach nicht mit. Die Bundesregierung hat dieses ausgelagert an die Fluggesellschaft und gesagt, ihr müsst das kontrollieren. Die Bundesregierung Deutschland kontrolliert das natürlich, die Einreise, die Bundespolizei steht manchmal am Gate. Ich hatte die Erfahrung auch gemacht, die haben mich gefragt, ganz berühmt, berüchtigt die Worte Hey. Das finde ich immer sehr toll, wenn man angesprochen wird mit Hey. Und dann sagte ich sowas wie sinngemäß Hey, Hey. Und nachdem man das geklärt hatte, die Freundlichkeiten, wurde einfach gefragt, ob ich in Deutschland bleibe, habe ich gesagt, nein, ich bin im Transit und ich zog wieder von dann. Ich musste es nicht beweisen. Aber ganz wichtig für euch ist einfach, dass ihr es tut. Und ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, dass die Einreisebestimmungen immer noch diese Online-Anmeldung beinhalten. Ich persönlich, wenn ich nach Deutschland fliege, mache es on the paper, entweder beim Check-in oder im Flugzeug. Da gibt es das Papier, das müsst ihr dann beim Check-in oder im Flugzeug abgeben, wenn ihr die digitale Einreise verpasst. Dann geht es an das Gesundheitsamt, was für euch zuständig ist, und die kontaktieren euch im Zweifelsfall. Was müssen wir noch beachten? Ganz einfach, wenn ihr positiv seid, dann könnt ihr nicht mitfliegen. Die nehmen euch nicht mit. Und dann müsst ihr euch nach den örtlichen Vorschriften, und das sind im Regelfall 14 Tage, in Quarantäne begeben. Ganz genau. Auf eure Kosten. Ihr müsst den Test bezahlen, ihr müsst die Quarantäne bezahlen. Das ist das Risiko, was ihr habt, egal wo ihr hinfahrt. Hey, natürlich, wir hatten das gestern auch im Clubhouse-Chat als Diskussionsthema. Wenn ich mit der Bahn von Holland nach Deutschland fahre, kümmert sich da kein Schwein drum. Wenn ich aber von Holland aus mit dem Flugzeug nach Frankfurt fliege, also Amsterdam, Frankfurt als Beispiel oder nach München, dann werde ich sehr wohl kontrolliert. So sind die Regeln, so ist das Spiel. Also insofern haltet euch dran. Was ist noch zu beachten, außer dass ihr das Ganze selber zahlen müsst? Es ist einfach so, dass ihr dann ganz einfach dieses Risiko einkalkulieren müsst. Wichtig ist auch, es wird nur in drei Sprachen akzeptiert. Und zwar ganz klar Deutsch, Englisch oder Französisch. Anderes geht gar nicht, wenn man es mitbringt. Also ich empfehle immer Englisch, weil das geht dann überall. Wer weiß, wo man dann noch innerhalb der nächsten 72 Stunden, aber bei vielen Ländern gelten 72 Stunden, anstatt 48 Stunden das zu machen. Also macht es lieber in Englisch. Und ich sagte bereits, negativer Test, positiver Test heißt, die Beförderung zu unterlassen. So ist der Originalfachbegriff. Diese Regelung gilt übrigens bis zum 12. Mai diesen Jahres.
Das heißt nicht, dass es nicht verlängert wird, man weiß es nicht. Wie sieht es in der Schweiz aus? In der Schweiz ist es ähnlich. In der Schweiz braucht ihr auch einen PCR-Test, der allerdings 72 Stunden alt sein darf, oder einen Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt ist. Und ihr müsst euch auf der Webseite bei den Schweizern anmelden. Da gibt es einen Barcode, sehr schön mit einem Schweizer Logo. Und das wird dann auch kontrolliert. Zwar nur stichprobenartig, aber meine Erfahrung ist, wie in Deutschland jetzt neuerdings auch, habt ihr keinen beim Check-in, werdet ihr einfach nicht mitgenommen. Und es wird halt, wenn der Bordpass gescannt wird, es piept. Und dann wird es kontrolliert, auch wenn ihr nicht durch den Check-in lauft, weil ihr Online-Check-in habt, durch Glück, weil im Moment Online-Check-in eigentlich auch, ja, es ist ausgesetzt. Dann das nächste ist ganz einfach Österreich. Wer also in Österreich seit dem 15. Januar einreist, ist verpflichtet frühestens sich auf jeden Fall 72 Stunden vorher, vor Einreise muss man sich elektronisch registrieren. Das ist diese Pre-Travel Clearance. Ihr kennt das ja aus den USA, ESTA zum Beispiel als Stichwort, oder Indien hat ja sowas Ähnliches auch. Und zudem muss man einen negativen PCR-Test haben, der nicht älter ist als 72 Stunden. Und wer einen Antigen-Test macht, 48 Stunden ist da das Limit. Wer ohne diese Tests einreist, kann diesen Test in Österreich innerhalb von 24 Stunden nachholen. Ihr habt am Flughafen genug Möglichkeiten in Wien. Wer aus Risikogebieten einreist, und Risikogebiete sind Island, Norwegen, Vatikan, sind die Ausnahmen. Ne? Also ich lese sie nochmal vor, damit man da nicht das vergisst. Island, Norwegen, Vatikan, ansonsten überall. Ne? Müsst ihr 5 Tage in Quarantäne gehen und könnt euch dann freitesten nach dem 5. Tag. Wenn ihr es nicht macht, dann müsst ihr in der Tat in Quarantäne gehen für 10 Tage. Das ist das, was die Österreicher machen. Also ihr merkt, jedes Land hat unterschiedliche Regelungen. Die Regelungen können sich auch immer wieder ändern. Aber ganz, ganz wichtig ist, haltet euch einfach dran. Ich persönlich mache es auch. Lasse mir immer schön den PCR-Test in der Nase machen. Ich bin jetzt jede Woche fast 2-mal gefühlt da beim PCR-Test hier. Kostet übrigens sogar 58 Euro, nur damit ihr meinen Preis gehört habt, hier in Tallinn bei Synlab. Und in Mengenrabattfragen habe ich eigentlich mich noch nicht getraut zu fragen. Aber vielleicht euch mal ein Mengenrabatt-Agreement machen. Was ist eure Meinung zum PCR-Test? Macht das Sinn für euch? Ist das für euch eine Möglichkeit, das Reisen wieder zu erlauben und zu ermöglichen? Oder seht ihr es so wie die Bundesregierung, die ja eigentlich das Reisen sogar verbieten wollte aus touristischen Gründen, jetzt aber davon Gott sei Dank kein Gebrauch macht, weil sie sich eines Besseren belehren haben lassen, weil es einfach verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Ich sage natürlich Gott sei Dank. Also, wollt ihr weiter reisen? Wollt ihr das unter diesen Prämissen machen? Oder sagt ihr, ach, so ein Quatsch, zu viel Aufwand, Stress, kein Bock, zu gefährlich, ich weiß auch nicht. Dann schreibt es auch in die Kommentare rein. Und vergesst jetzt nicht das Like oder das Dislike, weil das Video ist einfach jetzt am Ende. Also, ich freue mich auf euch, auf eure Meinung. Und wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis bald!